So, hallo zusammen, herzlich willkommen zum Fußballkindergarten der Münchner Fußballschule. Mein Name ist Martin, das ist der Chris. Und wir werden mit euch jetzt eine kleine Stunde machen, wo wir ein bisschen trainieren werden. Wir wissen, dass natürlich momentan kein Training auf dem Platz möglich ist. Deshalb bringen wir den Fußball zu euch ins Wohnzimmer oder ins Kinderzimmer. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Ball, ein Stuhl und natürlich ein paar Markierungen. Das können auch natürlich Klorollen sein. Und ja, legen wir einfach mal los. Wir nehmen jetzt erstmal zwei Klorollen. Wir brauchen hier einen Stuhl. Wichtig ist es, dass es ein Stuhl ist mit vier Beinen und kein rollender. Und zwar legen wir hier zwei Rollen aus. Der Abstand kann variiert werden. Und wir platzieren den Ball unter dem Stuhl. Und zwar legen wir hier los mit einem einfachen Standtrick, nämlich mit dem Ziehen vorlegen. Das heißt, wir gehen mit dem Fuß unter den Stuhl, selber stehen wir ja davor, ziehen den Ball raus mit der Sohle und lenken den Ball an der Klorolle vorbei mit der Innenseite. Wir dribbeln hier dann weiter und führen das Ganze noch einmal aus. Das heißt, wir ziehen den Ball zurück, lenken den Ball mit der Innenseite, stehen jetzt seitlich und ziehen den Ball vorbei, nehmen Anlauf und versuchen, den Ball in dieses Stuhltor reinzuspielen. Optional kann man das auch so machen, dass sich natürlich der Papa, die Mama oder der große Bruder oder Schwester dazustellt und sich hier hinsetzt und der Schuss dann direkt auf hier hingeschossen wird und wir legen hier den Ball einfach hin. Und dann legen wir wieder von neuem los. Das heißt, wir stellen uns hier hin, wir ziehen den Ball raus, ziehen, vorlegen, führen den Ball einmal nach vorne. Und wiederholen das Ganze mit dem Ziehen vorlegen, ziehen den Ball rüber, platzieren den Ball und der Ball wird gespielt. Wir stoppen den Ball und legen den wieder hinab. Wir schauen uns das Ganze noch einmal an. Ziehen, vorlegen, ziehen. Wir nehmen leicht Anlauf, spielen den Ball. Oh, jawohl, das wäre sogar ein Treffer gewesen. Und platzieren den Ball wieder so, dass er noch gerade so erreichbar ist. Das schaut schon mal sehr gut aus. Die Bälle kommen auch präzise. Genau. Wir können natürlich auch probieren, wie beim Ziehen vorliegen. Mit der Sohle wird der Ball ja gegriffen und gezogen. Das zeige ich einmal kurz, dass wir den Ball hier ziehen, mit der Innenseite lenken wir den Ball. Und genauso möchten wir auch, dass wir nicht die Fußspitze benutzen beim Pass, sondern tatsächlich hier die Innenseite vom Fuß. Das heißt, die Fußspitzen berühren den Ball gar nicht. Und wir versuchen, den Ball platziert hier reinzuspielen. Okay, lasst euch alle Zeit der Welt, damit ihr das so gut wie möglich hinbekommt. So, wir schauen uns das Ganze nochmal an. Ziehen, vorlegen. Noch einmal ziehen, vorlegen. Sehr schön. So, jetzt wollen wir den Ball hier wieder reinspielen. Sehr schön mit der Innenseite. Jawohl, sehr schön. Gut. Ja, jetzt haben wir schon einige Wiederholungen gemacht. Jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen schmackhafter machen. Und zwar werden wir uns so hinplatzieren, dass wir die Füße hier so seitlich haben. Und jetzt versuchen wir natürlich 10 Tore zu erzielen. Dann können wir die erste kleine Trinkpause machen. Also ziehen, vorlegen. Sehr schön, Chris. Danke. Hopp, hopp. Jetzt wird der Ball rübergezogen. Wir spielen den Ball rein. Sehr schön. Das wäre der erste Treffer, der erste Punkt. Und wir legen wieder von neuem los. Du darfst den Ball übrigens nach dem Rüberziehen auch stoppen, damit du dir auch Zeit lassen kannst. Du kannst den Ball nochmal abstoppen. Genau.
und spielst den Ball rein. Wundervoll. Und da ist schon der zweite Punkt. Und wir legen los. Ziehen, vorlegen. Genau. Schaut den Ball nochmal. Jawohl. Der ist jetzt über meinen Fuß rein. Lassen wir aber mal gelten. Der dritte. Na klar, in den Pfosten rein. Ups, der ist jetzt wieder reingegangen. Aber schon den vierten. Jawohl. Mal kontrollieren. Wundervoll. Und mit der Innenseite rein. Das war fast rein. Die Hälfte haben wir schon geschafft. Die Trinkpause ist nicht mehr weit weg. Kannst du mal. Ja, geht die Rolle nochmal hin. Jawohl, sehr schön. Und schon der sechste. Finger frei bisher. Nicht schlecht. Vielleicht schwächst das Ganze. Füße ein bisschen enger zusammen. Ja. Ja, nichts. Also man kann ja auch hier variieren. Man kann auch statt einem Stuhl sich einfach breitbeinig hinstellen. Und dann versucht man den Ball durch die Beine zu spielen. Also das sind, man kann auch zwei Markierungen, sogar zwei Klorollen einfach hier platzieren. Das ist auch alles möglich. Aber ich denke, weil einen Stuhl besitzt jeder. Und hervorragend hier in die Synchron einbauen. Aber sehr gut. Und auf geht's. Einen will ich noch sehen. Einen jetzt. So. Sehr schön. Gut, wir machen jetzt eine kurze Pause und danach drehen wir die Seite natürlich, weil wir wollen das Ganze natürlich nicht nur mit links machen, sondern auch mit dem rechten Fuß. So, du kannst kurz was trinken gehen. Ich schiebe das hier mal kurz weiter. So. Ja, ich mache das schon. Trinkpause gemacht. Jetzt legen wir über die andere Seite los. Das bedeutet natürlich, wir wollen jetzt hier mit dem rechten Fuß arbeiten. Achtet darauf, dass der Fuß so schön unter den Stuhl geht. Wir aber selber natürlich davor stehen. Wir ziehen also den Ball raus. Achtet, dass auch alles hier dreht am Oberkörper, dass wir nicht weiter in die Richtung schauen, sondern in die Richtung, wo wir den Ball führen wollen. Also wir ziehen, drehen zurück, lenken den Ball. Hier wird das Ganze wieder wiederholt. Ziehen, vorlegen, rübergezogen. Wir können auch gerne Anlauf nehmen und spielen den Ball durch die Beine durch. Alles klar, wollen wir wieder loslegen? Jawohl. Super, motiviert wie eh und je. So, auf geht's, mit rechts klappt es vielleicht besser. Jawohl, das sieht schon mal sehr gut aus. Rübergezogen, jawohl, reingespielt. Du kannst den Ball auch ruhig nochmal stoppen, damit weniger Hektik reinkommt. Ja, rübergezogen, kurz gestoppt, genau. Wir nehmen Anlauf, vorne gegen den Pfosten. Jawohl, schön gedreht. Rübergezogen, block den Ball noch einmal. Anlauf genommen. Anlauf geht gegen den Pfosten. Ja. Von der Seite ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Dabei ist der Abstand sogar kürzer geworden. Übrigens kann man natürlich den Abstand ganz frei wählen, je nachdem, wie gut man schon ist, wie sicher man sich fühlt und natürlich, was das Wohnzimmer oder Kinderzimmer hergibt. Oder auch der Garten bei gutem Wetter. Also da ist es jedem frei.
Da kann man den Schwierigkeitsgrad erhöhen, aber wir wollen uns ja darauf konzentrieren, natürlich auch mit der Innenseite zu spielen. Das vielleicht sogar ganz besser. Erstmal den Abstand kurz zu wählen. Jawohl. Du kannst mir dann sagen, ob du dich sicher genug fühlst, um in den Wettkampf zu gehen. Ja, eine Runde noch. Dann geht's. Eine Runde, alles klar. So, sehr schön. Ah, Innenposten. Tja, okay. Ich gehe nochmal ein bisschen rüber, weil dann kannst du jetzt ganz. Du bist ein ganz großer Junge, deshalb brauchst du ein bisschen mehr Platz. So, ich schiebe das hier nochmal ein bisschen weiter rüber. So. Alles klar. 10 Treffer aus 10 Versuchen, schaffst du das? Ja, klar. Ehrlich? Ja, ja. Na, dann bin ich gespannt. Jawohl, das schaut schon mal sehr gut aus. Jetzt aus der Bewegung heraus. Sehr gut, Ball geblockt, Anlauf genommen und der ist drin. So. Hopp, hopp. Oh. Genau. So. Und wieder hier durch die Beine durch. Ah. Glück gehabt, Glück gehabt. Lass mal gelten. So, da war wieder da. Hervorragend. Jawohl, der klappt durch. So, die Hälfte schon geschafft. Tja, makellos leider nicht, aber wir sind sehr, trotzdem sehr, sehr gut dabei. Der war jetzt ungenau. Schau, dass du den Ball vielleicht nochmal blockst, ja? Nochmal ein bisschen Zeit nimmst, nochmal Anlauf nimmst, ja? Nicht gleich aus der Drehung heraus spielen. Da kommt unnötig Hektik rein. Genau, Ball geblockt, Anlauf genommen und gespielt. Sehr schön. Genau so. Geht's nicht um Zeit. Wir wollen hier nur die Treffer machen. Genau. Sehr schön. Vielleicht hast du dir die nächste Trinkpause verdient. Mhm. Sollte vielleicht doch ein bisschen länger dauern. Jawohl. Und ja, sehr schön. Ferse schön nach vorne gedrückt. Wunderbar. So spielt man mit der Innenseite. Du bist ja richtig in Schützen gekommen hier. Ja, das ist ja anstrengend. Ja? Ja, so soll es sein. Selbst. Gleich habe ich ihn reingepaust. Sehr gut. Und spielen rein. Und ein Treffer noch. Ein Treffer will ich von dir sehen. Wow. Wundervoll. Ball geblockt. Und hopp durch. Boah, das war sicher. Hast du gemacht? Sehr schön. Wir machen wieder eine kleine Pause.
denke mal, lang genug gewesen. Wir können gleich mit der nächsten Übung starten. Jetzt brauchen wir natürlich ein paar Markierungen mehr. Wie ihr seht, haben wir hier jetzt Klorollen wieder hergenommen. Ich denke mal, die besitzt ja jeder daheim. Und wir brauchen wieder unseren Stuhl. Das heißt, den platzieren wir wieder in der Mitte und versuchen jetzt hier links vom Stuhl die Lücken etwas größer zu halten. Das heißt, wir haben hier ungefähr eine Schrittlänge, aber es ist immer Gefühlssache. Man kann die auch ein bisschen enger setzen. Und wir legen jetzt hier folgendermaßen los. Also wir haben hier eine Reihe, hier werden die Lücken eher kleiner sein, aber ich zeige auch warum. Also, wir legen jetzt hier folgendermaßen los. Wir platzieren den Ball außen, das heißt, wenn der Stuhl hier ist, stehen wir nicht hier, sondern wir stehen da und schieben den Ball mit der Außenseite durch. Das heißt, jetzt müssen wir die Fußspitze nach innen drehen, zum anderen Fuß hin und schieben den Ball und blockieren ihn gleich wieder mit der Innenseite, sobald wir vorbei sind. Schieben den Ball erneut durch, jetzt mit dem anderen Fuß und blockieren wieder mit der Innenseite. Sobald wir das getan haben, dribbeln wir herum, legen uns hier den Ball hin. Das heißt, der Ball ruht und wir versuchen den Ball erneut mit der Innenseite reinzuspielen. Sobald wir das getan haben, kommen hier diese Rollen ins Spiel. Und wir wollen da natürlich ein bisschen drüber springen. Das heißt, wir stellen uns hin, die Füße sind eng beieinander und wir machen einen Sprung, und zwar beidbeinig, nach vorne, hopp, nach vorne, hopp, nach vorne, hopp und legen wieder von neuem los. Hier kann wieder der Papa oder die Mama sitzen, wer auch immer, und kann den Ball hier wieder platzieren, so dass man hier vorbeiläuft, in die neue Runde losgeht. Wunderbar, starten wir mal. Das heißt, wir schieben mit der Außenseite, nicht so fest, genau, kappen den Ball mit der Innenseite, gehen hier herum, der Ball wird jetzt erstmal hingelegt und wir probieren wieder mit der Innenseite durchzuspielen. Sehr schön. Springen durch. Jawohl. So. Jawohl. Natürlich. Und da merkt man schon, die erste Übung hat Früchte getragen. Sehr zielsicher. Wieder Außenseite schiebt. Innenseite blockt. Außenseite schiebt, Innenseite blockt. Wunderbar, beidfüßig E und E. Hopp, sehr schön. Wieder der Treffer. Jawohl. Und wir können uns wieder platzieren. Übrigens darfst du mit links wie mit rechts, gell? Kannst du, ja, natürlich. Du musst nicht mit links machen, auch wenn ich es jetzt gerade zuvor gemacht habe. Wir probieren es am besten erstmal mit dem starken Fuß. Das ist ja der linke. Okay. Also kannst du dich so ausrichten, dass du mit links oben oder mit links kannst. Ja. Sehr. Ja. Sehr gut. Wunderbar. So. Machen wir noch zwei Runden. Dann erkläre ich gleich dann den Wettkampf, was wir hier vorhaben, okay? Wir schieben, Außenseite kappt, sehr gut, wir platzieren uns wieder hier rein, zack, sehr gut. Es kann auch jetzt ruhig ein bisschen fester sein, ich werde meine Hände immer schön davor halten, weil ich muss jetzt eh den Ball ja, festhalten und hier hinlegen, ja? Dann draufhauen. Ja, draufhauen nicht, wir wollen den Ball immer noch spielen mit der Innenseite, gell? Wir schwingen also jetzt nicht unseren Fuß komplett durch. Aber das darf jetzt ein bisschen fester sein. Hopp, sehr gut. Genauso. So, wunderbar. Gut, jetzt kommen wir zum Wettkampf. Wir haben jetzt hier unsere drei Rollen. Und nach jedem Treffer dürfen wir eine Rolle verstellen. Das heißt, wenn wir hier getroffen haben, die erste Runde, springen wir ganz normal hopp, durch. Wenn wir dann wieder einen Treffer machen, dürfen wir eine Rolle auf die andere setzen. Hopp.
So haben wir dann zwei Rollen, das heißt, wir haben ein höheres Hindernis zu überwinden, müssen also richtig hopp hochspringen und der zweite ist kurz. Ja. Wenn wir keinen Treffer machen in der nächsten Runde, muss die Rolle wieder zurückgesetzt werden. Treffen wir allerdings erneut, ja, dann kommt hier der Turm, den wir hier überspringen müssen. Das heißt, wir müssen uns hier richtig gut platzieren, müssen schon wie die Skispringer ein bisschen tiefer gehen und mit viel Schwung hopp drüber gehen. Okay? Die Füße müssen nicht zwingend zusammen sein, aber wir wollen, dass wir hier dieses hohe Hindernis überwinden. Okay? Dein Ziel ist es also, hier diesen Turm zu errichten. Dazu brauchst du natürlich einige Treffer in Folge, damit das auch natürlich klappt. Okay? Jawohl. Aber ich habe ja gesehen, zielsicher bist du. Probieren wir es einfach mal. Okay? Auf geht's. Sehr schön. So. Und haben wir den ersten Treffer? Jawohl. Das heißt, vor der nächsten Runde darfst du schon mal ein Türmchen bauen. So. Sehr gut. Ball wieder hingelegt. Hopp, jawohl. Jetzt darfst du schon mal eine Rolle auf die andere setzen. Jawohl, jetzt hast du zwei Sprünge. Hopp. Hopp, sehr gut. Da hast du den Ball. Wir legen nochmal von neuem los. Hopp. Wieder der Treffer. Ja. Jawohl. Jetzt darfst du hier hinlegen. Jetzt der ganz hohe Sprung. Ja, da knallst du schon fast an die Decke. So. Sehr gut. Und jetzt stopp. Und jetzt kommen wir zum Clou. Jetzt haben wir ja schon die Dreierrolle hinplatziert. Wenn du jetzt triffst, in der nächsten Runde, spielst du mir nicht durch die Beine, sondern versuchst diesen Turm an Rollen abzuschieben. Aber jetzt muss ich noch treffen. Noch einmal musst du treffen, genau. Sehr gut. Genau. Jetzt hast du gezeigt. Treff sicher wie eh und je. Hier ist der Ball. So. Und jetzt versuchen wir den Turm. Das muss ja nicht fest sein. Ist ja eh ein wackeliges Gebilde. Gell? Schaffst du das? Jawohl, klasse, sehr stark. So, du kannst noch mal kurz pausieren. So. Bauen jetzt nehme ich gleich meine Variante ein. Übrigens kann man das auch verkehrt herum machen, also es ist nicht zwingend notwendig, dass man das im Uhrzeigersinn macht, sondern es kann auch gegen den Uhrzeigersinn laufen. Und genau, auch hier die Variation mit dem Wettkampf, kann man auch sagen, dass es wieder nach Punkten geht, dass man einfach 10 Treffer machen kann, oder man macht es so, dass man das mit dem Türmchenbau macht. Man kann es halt je nachdem, wie alt auch das Kind ist. Ja, wenn es schon ein bisschen größer ist und höher springen kann, dann ist es auf jeden Fall ein Ansporn, die Hürden immer höher zu setzen. Wenn es aber noch sehr, sehr jung ist, dann kann man das hier so lassen und dann geht es rein auf die Punktzahl. Genau. Jetzt gehen wir in die zweite Variante. Das bedeutet, du wirst dich hier wieder außen platzieren. Diesmal ist es so, dass du den Ball immer noch mit der Außenseite schiebst. Allerdings blocken wir den Ball mit der Sohle statt mit der Innenseite. Okay? Das heißt, ich schiebe den Ball mit der Außenseite und der Fuß, der schiebt, der stoppt den Ball. Okay? Wir stellen uns hier wieder hin, sodass wir um den Ball herumgehen können. Wir schieben den Ball wieder, zack, der Ball wird gestoppt. Wir können den Ball auch ganz leicht ins Zentrum reinlegen. Dann bin ich hier wieder herum, platzieren uns hier und spielen den Ball erneut rein. Okay? Ja. Das ist die einzige Veränderung. Hier bei den Sprüngen können wir es so beibehalten. Okay? So. Jetzt liegt es vielleicht sogar noch etwas weiter nach innen, falls wir ein bisschen weiter nach außen scheren sollten. Und du darfst loslegen. Außenseite schiebt, Sohle stoppt.
Außenseite Stieb, Zwischenschritt, Sohle statt. Sehr gut. Und jetzt können wir es hier wieder platzieren. Und jetzt können wir es probieren mit einem schwachen Fuß, okay, oder? Ja, weil mit dem starken hast du das jetzt die ganze Zeit gemacht. Ja, und da merkt man es. Dann wird es natürlich sofort ein bisschen ungenau, aber wir sind ja immer noch in der Übung drin. Und Fehler sind ja definitiv erlaubt. Hopp, gestoppt, genau. Und den Ball herum, gestoppt. Auch hier kannst du das noch einmal wiederholen, dass du den Ball dann mit der Außenseite führst. Doppelpfosten. Jawohl. Außenseite schiebt. Nochmal mit der Außenseite. Ja, genau, da kannst du auch mit der Außenseite führen. Wir lenken ja mit der Innenseite. Wir wollen ja mit der Außenseite führen. Sehr gut. Ein schöner Treffer. So, und jetzt können wir natürlich auch gleich mal ausprobieren. Ja, wenn wir das schon mit dem Stoppen schaffen, können wir auch den Ball gleich nach innen ziehen. Nicht zu stark, weil wir wollen den Ball ja immer noch mit der Außenseite durch die Gasse führen. Das heißt, wir schieben und jetzt gehen wir auf den Ball drauf und ziehen den Ball leicht nach innen, so dass wir einfacher durchkommen. Jetzt habe ich selber die Rolle umgehauen. Ich zeige es noch einmal. Also, die Außenseite führt mit dem Schiebekontakt. Zack. Wir gehen drauf und können dann den Fuß leicht nach innen klappen, so dass der Ball ins Rollen kommt. So müssen wir nicht diesen Zwischenschritt machen, wo wir dann nach außen gehen, ja, um den Ball herum. Sonst haben wir das ja so gemacht, hopp, zack, und wir gehen hier nach außen. Mit dem ziehenden Kontakt können wir das Ganze etwas beschleunigen. Hopp, okay? Und hier bitte auch, gell, da vorne. Auch hier ist es so, je nachdem, was das Wohnzimmer, der Garten hergibt, kann man natürlich auch mehrere Rollen hin platzieren. Das heißt, statt drei kommen dann fünf Rollen hin, fünf Markierungen und so kommt man auf eine höhere Wiederholungszahl. Aber wir wollen, wir sehen, das ist auch schon nach ein paar Wiederholungen oder ein paar Runden relativ anstrengend, kann man das Ganze variieren, je nachdem, wie viel Energie man da hat. Okay, legen wir mal los. Wir starten hier wieder mit dem Wettkampf. Wir wollen wieder hier unser Türmchen bauen. Oder willst du, sagst du lieber, schwacher Fuß schießt? Wollen wir lieber hier auf die Treffer gehen? Nee, das ist mit dem Turm. Mit dem Turm ist es besser. Alles klar, dann legen wir mal los. Hopp. Sohle zieht rüber, sehr schön. Sohle zieht. Jetzt klingt es ein bisschen energischer ziehen. Jawohl, platziert. Und macht den Treffer. Zack, sehr schön. Sohle zieht leicht nach innen und auch hier, Sohle zieht leicht nach innen, wunderbar. Ball wieder platziert und hier rein, hopp, sehr gut. So, okay. Hopp, wunderbar. Jetzt kommt schon der Dreier. Ja. Sehr gut. Knie nach oben gezogen beim Springen. Sehr wichtig. Nicht die Hacken nach hinten. Ein Treffer noch rein. Auf. Noch einmal drüber springen. Zack. Und beim nächsten Mal, beim nächsten Versuch, jetzt versuchen wir wieder den Turm zu schießen. Ganz genau. Ja. Das Ziel ist kleiner. Oh. Magst du noch einen Punkt? Versuch, ja, komm. Geben wir den noch. Probierst du es noch. Auf geht's. Und. Jawohl. Ja. Sehr schön. Sehr schön. So. Wir machen wieder eine kleine Trinkpause. Thank you.
Jetzt fürs Abschlussspielchen brauchen wir, je mehr Rollen, desto besser. Ich habe mir jetzt erstmal hier 6 gepickt. Und diese 6 Rollen verteilt es einfach quer im Zimmer oder im Garten. Die Rollen können auch weit auseinander liegen. Ziel ist es, jetzt mit dem Ball von einer Rolle zur anderen zu dribbeln und alle Rollen zueinander zu führen. Das heißt, wir dribbeln, hopp, können den Ball stoppen, greifen eine Rolle und dribbeln dann zum Beispiel zur nächsten. So, platzieren. Und jetzt müssen wir versuchen, die anderen Rollen ebenfalls zu sammeln. Und wir dürfen immer nur eine Rolle gleichzeitig nehmen und platzieren es auf die andere drauf. Dribbeln dann hier weiter. Hier ist noch eine Rolle, hopp. Wir stoppen den Ball aber auch immer, sonst entwischt er uns. Das heißt, die Sohle geht immer drauf. Wir holen uns den nächsten Ball und dann hier weiter. Wir können auch gerne das Ziehen vorlegen nutzen. Das heißt, wenn ich jetzt hier hin dribbel, hopp, ich ziehe den Ball, lege mir den Ball hier vor in die Richtung und stoppe den Ball. Okay? Sobald der Turm aufgebaut ist, und das wäre natürlich sinnvoll, wenn man das Ganze auf Zeit macht. Das heißt, man steht mit der Stoppuhr da und danach ist es das Ziel, in einem bestimmten Abstand, ob es jetzt nur 3 Meter sind oder 3 Schritte, diesen Turm umzuschießen. Ja? Am besten ist die Distanz etwas größer und man probiert es, hopp, mit einem Treffer wird die Zeit gestoppt und danach werden die Rollen wieder verteilt. Die können immer willkürlich verteilt werden, das heißt, man kann sie hier hinlegen, man kann auch 2 nah beieinander hinlegen und dann eine hier hin und eine vielleicht sogar zum Beispiel hier unterm Stuhl. Also das ist jedem frei überlassen. Und genau, und auch wo die Rollen draufkommen, das ist ebenfalls frei, das heißt, man sucht sich da einfach eine aus, auf welche man da türmen möchte. Okay, legen wir mal los, probieren wir es mal. Das heißt, ich nehme auch jetzt schon sofort die Zeit, du stellst dich hier in die Mitte des Raumes. Okay. Und auf Startsignal geht's los. Okay, wenn ich klatsche, geht's los. Ja. Alles klar, bereit? Los! Hey, ja, fast drauf eingefallen. Und auf geht's. Ja, das ist die erste Rolle. Und bringst sie zu der anderen. Sehr gut. Eng bei einem. Sehr gut. So. Jetzt gehen wir ein paar Schritte zurück und versuchen den Turm zu schießen. Hier schon gleich im ersten Versuch. Wundervoll. So. So. Wir verteilen die Rollen nochmal. Bist du bereit für die nächste Runde? So, das war jetzt die Übungsrunde. Jetzt wird's ernst. Jetzt nehmen wir mal die Zeit. Und diese Zeit, die du jetzt hast, das wird die Zeit sein, die du schlagen musst. Im nächsten Wettkampf. Okay. Okay, bereit? Vielleicht jetzt gar nicht so schnell machen, wenn du clever bist. Okay, wir leben jetzt. Sehr fein. Darauf, dass es auch Türmchen stabil ist und nicht umfällt. Wollen. Genau, Ziel vorliegen eingesetzt, wunderbar. Sehr schön, auch gleich wieder raus. Da ist auf jeden Fall was hängen geblieben. Sehr gut. Und bist sehr, sehr gut in der Zeit. Ist schon zu schnell. Es geht schon. Tja. Wie man die Zeit von Chris hier schlagen kann. Boah, sehr gut. 40 Sekunden hast du gebraucht. 40 Sekunden. 40 Sekunden, okay. So, verteile die jetzt mal sowas von dem Eck. Also, das musst du weit dribbeln. Vielleicht noch einen hier draußen auf dem Parkplatz. So, alles klar. Jetzt sind die Abstände gewaltig. Der Turm ist schwieriger umzuschießen, ja, weil er an der Wand ist.
Aber das wirst du auch hinbekommen. Bereit? 40 Sekunden, ja? Ja. Und wir können loslegen. Auf geht's. Ja, auf das richtige Signal gewartet. Ziehen, vorlegen, sehr gut. Hopp, hopp. Wundervoll. Schon jetzt den Turm umgehauen. Aufpassen. Sonst kostet das sehr viel Zeit, wieder aufzurichten. Jawohl. Boah, jetzt kannst du dir Zeit lassen. Also da sind sogar ein paar Fehlversuche erlaubt. Genau, wir gehen zum anderen Ende des Zimmers. Und jetzt nicht zu fest. Ja. Nicht zu fest, nicht zu fest. Gell? Das reicht schon leicht aus. Ja. Oh, oh, jetzt hast du noch einen Versuch. Gell? Jawohl. Das lasse ich kippen. Auf jeden Fall müssen wir die Rollen runter. Gut. Wir gehen jetzt gleich eine Stufe weiter. Das heißt, wir verteilen nochmal die Rollen. Ups. Genau, ganz auch gleich ein paar nehmen. Jetzt hast du das im Prinzip schon vorweggenommen, weil du hast das Ziehen, Vorlegen jedes Mal genutzt. Und das möchten wir jetzt explizit fordern. Das heißt, wenn wir loslegen und hindribbeln, wird dabei natürlich gestoppt. Die Rolle wird gegriffen und dann setzen wir immer ein Ziehen-Vorlegen ein. Wenn wir nach rechts müssen, nehmen wir den rechten Fuß her. Sehr logisch. Dribbeln hier weiter. Der Ball wird gestoppt. Wir nehmen die nächste Rolle auf bzw. legen hier ab. Wenn wir dann nach links wollen, müssen wir den linken Fuß nehmen. Ja? Das heißt, wir stoppen den Ball, hopp, jetzt sind unsere nächsten Ziele wieder links. Aber ich habe ja noch eine Rolle in der Hand und muss ja nach rechts zum Stapeln. Dann ziehe ich also nochmal den rechten Fuß. Jetzt sind die Rollen rechts von mir, also nutze ich nochmal den rechten Fuß, dribbel hin, hopp. Jetzt sind die Rollen eher links gesehen, das heißt, ich kann hopp in die Richtung gehen, aufstapeln. So, bin wieder zurück, greift mir hier den nächsten, zack, zack, dann bin ich hier wieder zurück. So, und jetzt ist es so, dass wir nicht alle Rollen greifen, sondern wir dribbeln dann bis zur letzten einzelnen Rolle und das ist die Markierung, von wo geschossen wird. Das heißt, es ist deine Entscheidung, ob du jetzt eine entfernte Rolle nimmst, die du übrig lässt, oder die eine freilässt, die direkt daneben ist. Ja? Also dann hast du ein nahes Ziel, aber du musst dann halt weiter dribbeln. Ja. Okay? Gut, dann verteilen wir mal die Rollen. So. Ich mach das ein bisschen interessanter. Ich setze mal einfach mal einen in die Mitte rein. Jetzt bin ich überfordert. Na, dann werden wir sehen, was passiert. Okay, bist du bereit? Erstmal in Übungsrunde, das heißt, lass dir alle Zeit der Welt, ja? Damit du die Übung gut verstehst. Alles, ja. Leg mal los. Auf geht's. Abziehen, vorlegen. Jetzt. Aha. Ich mal zur Seite. Sehr gut. Ball wieder gestoppt. Ziehen, vorlegen. Aha, der will das nächste Ziel haben. So, jetzt legen wir den mal hin. Genau, links oder rechts von der Rolle. Und wir versuchen zu treffen. Sehr schön. Ja? Da liegen ja aber noch vier. Magst du nachher probieren? Ja, versuch's mal. Ja, das müssten schon mindestens zwei Rollen runtergeschossen werden. Hopp. Jawohl, sehr gut. Sollte man doch die Rollen vielleicht so ein bisschen weg von der Wand. So. Gut, verteilen wir die Rollen nochmal. Jetzt wissen wir ja, wie das funktioniert. Genau. Du kannst sie selber verteilen. Schon, ich roll dir mal zu. So. Deine Schüsse sind so fest schon mal, die sind nicht mal mehr rund.
Das ist schon ein Ball. So. Okay. Also, ja, jetzt die erste Runde wird wieder die sein, die die Zeit vorgibt für den Wettkampf. Alles klar? Bist du bereit? Ja. Eine Sache nur. Du darfst jetzt nicht nach demselben Muster vorgehen wie jetzt. Das heißt, es sollte jetzt nicht jeder Starter sein. Okay. Okay. Du kannst ja also überall eins aussuchen, aber nicht dahin. Okay. Und auf geht's. Ey, ich hab doch gesagt, das Signal ist doch klatschen. Mensch, vergesslich wie irgendwie. Bereit? Ja. Auf geht's. Sehr schön. Ziehen, vorlegen, wundervoll. Jawohl, jetzt bitte auch mal der rechte Fuß eingesetzt, klasse Chris. Hab Vertrauen in deinen schwachen Fuß. Ich sehe schon, wo der Weg hinführt. Welche von den zwei Rollen wird es sein? Als Markierung. Hm. Okay. Sehr gut. So, jetzt schnell zurückkribbeln. Neben die Rolle platzieren. Jetzt nicht zu fest. Sehr gut. Perfekt. Und rate mal, wie viele Sekunden du gebraucht hast. Die Zahl wird dir bekannt. 40 wieder. 40 Sekunden. Richtig. So, wir verteilen nochmal die Rollen. So. Ich gehe jetzt mal dahin. So. Alles klar, 40 Sekunden. Schaffst du das? Was glaubst du? Ja, ja. Denk daran, du darfst nicht nach demselben Muster jetzt vorgehen. Das heißt, jetzt darfst nicht dort liegen, ja. Darfst nicht da liegen. Ja? Okay. Drum musst jetzt woanders sein. Bereit? Ja. Oh, jetzt geht's in die Mitte. Da ist jemand clever. Der Weg ist ja natürlich kürzer, gell? In die Mitte. Das spart Zeit. Das spart Zeit. Das nicht. Ah, das nicht. Aber nur noch eine Rolle zum Greifen. Jawohl. Und jetzt? Du hast wieder mehrere Versuche, aber du schaffst es gleich im ersten. Wundervoll. Klasse. 32 Sekunden übrigens. So, wunderbar. Hast du Lust auf noch eine Runde? Hier eine letzte? Eine Runde machen wir noch. Okay, gut. Machen es so, du musst mit deinem schwachen Fuß den Treffer erzielen. Okay? Okay. Also nicht mit deinem starken, mit deinem schwachen Fuß. Okay? Bereit? Ja. Nur noch die entfernten Ziele da. Aber du hast Vertrauen in deinen schwachen Fuß, sehe ich. Sehr viel Vertrauen. Von der Zeit bist du top. Du hast jetzt noch wirklich viel Zeit. Du hast wieder mehrere Versuche. Nein. Holen, holen, holen. Ah. Wir wollen einen direkten Treffer. Nicht über die Bande, nicht über die Wand. Jawohl, stark. Klasse. In 36 Sekunden. Ah, nochmal getoppt, aber. Ja, die 40er-Zeit. Ja. Das war ja die Zeit, die wir schlagen wollten. So, wunderbar. Bist du erschöpft? Ja. Bist du müde? Wir am Ende. Alles klar, gut. Dann ab in die Mittagspause. Geh was trinken, geh was essen. Ja. Sehr, sehr stark. So. Genau. Das war jetzt hier unser Fußballkindergarten. Und ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Wie gesagt, man kann das im Wohnzimmer ausführen. Man kann das auch ein bisschen variieren. Das heißt, wenn man mehr Platz hat, kann man diese Rollen weiter verteilen. Man kann, so wie ich es schon angesprochen habe, auch die Abstände vergrößern, wenn es darum geht, in ein Ziel zu spielen und so den Schwierigkeitsgrad eben erschweren oder auch vereinfachen, je nachdem, wie weit das Kind ist. Genau, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und bleibt am Ball. Servus!
Mhm.